Das fünfte Saisonrennen der DTM-Saison 2024 in Sandford. Die 4259 Meter lange Berg- und Talbahn. Mit Jack Aitken links im Bild auf der Pole Position. Clemens Schmid im Dörr Motorsport McLaren überraschend auf der 2. Das Rennen freigegeben, eine Stunde plus eine Runde. 20 Fahrzeuge, 7 verschiedene Hersteller. Angriff direkt in der ersten Kurve von Ayun Maini. Im dunkelblau-gelben Mercedes auf Clemens Schmid. Dahinter der Audi von Ricardo Feller und die gesamte Meute. Thomas Preining im Grello genannten Mantai Porsche. Einer der Verlierer der Startphase. Denn Thomas Preining, der Titelverteidiger, der erste österreichische DTM-Champion, fiel auf den letzten Platz zurück. Wie immer bei der DTM überall Positionskämpfe. Hier der Blaue, das ist René Rast mit der 33, der dreifache DTM-Champion gegen Louis Auer im AMG Mercedes. Die Mamba, so wird das Auto genannt, mit der 22. Richtig was los. Und die, die profitierten, konnten vorne frei fahren. Nächste Überholmanöver. René Rast gegen Ricardo Feller. Vorne nämlich unangefochten Jack Aitken im Emil Frey Ferrari, der auschecken konnte und abhauen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hier Ricardo Feller, so ein bisschen der Bremsklotz für Louis Auer und auch für Sheldon van der Linde. Rechts in Blau das René Rast mit kalten Reifen. Jack Aitken noch dunkelblauer, vorbeigegangen im Ferrari. Pflichtboxenstopp, dann kalte Reifen aufziehen. Das immer die besondere Würze und Problematik. Wie hier beim Inder bei Ayun Maini. Guter Boxenstopp, entscheidend die Taktik. Und auch hier wieder der direkte Vergleich. Die kalten Reifen am AMG Mercedes mit der 36 und die Pirelli-Einheitsreifen auf dem Ferrari, die schon auf Temperatur waren und funktionierten. Ayun Maini trotzdem mit einem starken Rennen, genauso wie René Rast, einer der Überholkönige, zusammen mit Marco Wittmann an diesem Wochenende. Das nächste von René Rast eingeleitete Manöver gegen den Inder. Neuer Zweiter, also René Rast. Und das erstaunlich, gestern in einer Trainingssitzung noch auf dem allerletzten und 20. Platz. Die BMW mit ein bisschen mehr Power durch eine neue Angleichung der Fahrzeuge, auch sichtbar am Metallic-Grünen an Marco Wittmann. Hier außen gegen den SSR Performance Lamborghini von Niki Thiem mit der 94. Direkt im Windschatten von Ricardo Feller im Audi R8. Marco Wittmann machte Position um Position gut. Und auch Feller war dann kurze Zeit später eine leichte Beute für den zweifachen DTM-Champion im Schubert BMW. Die Entscheidung letztendlich, die Zeit abgelaufen. Zweiter Saisonsieg für Jack Aitken. Direkt danach ging es für ihn und 5 andere DTM-Fahrer nach Le Mans zum Pflichttraining, um dann morgen wieder zurückzukommen. Perfekte Vorstellung vom Briten. Erst die Pole und dann die 25 Punkte für den Sieg. René Rast auf 2, Ayun Maini auf der 3. Und genauso stark und bemerkenswert der 4. Platz für das neue Team in der DTM, für den Dörr Motorsport McLaren von Clemens Schmid. Aber Mann des Tages, natürlich ohne Diskussionen, Jack Aitken. Emotionen auch bei René Rast, der ja fast schon am Verzweifeln war, mit viel, viel Pech in dieser Saison. Und das nochmal die Top 10 in der Übersicht. Jack Aitken vor René Rast, Ayun Maini, Clemens Schmid und Lukas Auer. Das die Top 5. Und dann geht es morgen schon weiter in Sandford.